Hallöchen meine Zuckerschnecken und herzlich willkommen zum heutigen Paint Day. Wenn euch das Video gefällt, dann gerne einen Daumen nach oben, sharen, teilen, liken, Kommentare sind auch sehr gerne gesehen und natürlich auch abonnieren nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Heute machen wir mal wieder eine Runde One Stroke und zwar dieses Muster. Was braucht ihr dafür eigentlich? Ihr braucht natürlich einen Untergrund eurer Wahl. Ich habe jetzt hier ein Rot genommen von der Firma Jollifine. Das Shiny Black Cherry ist ein leichter Glanz drin, finde ich immer ganz nett. Dann braucht ihr natürlich noch Acrylfarben, zwei Stück an der Zahl. Ich nehme jetzt hier ein Metallic Rot und ein Weiß. Wasser zum Ausspülen des Pinsels, einen One-Stroke-Pinsel, einen Einer-Pinsel und dann natürlich auch noch eine Malunterlage, am besten Plastik, Metall oder Porzellan, damit euch die Farbe nicht schnell eintrocknet. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch noch ein bisschen Glitzer drauf schmieren. Eine Versiegelung braucht ihr natürlich auch, damit das Ganze lange hält. Und das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. So, starten wir doch direkt mal mit der Acrylfarbe, beziehungsweise mit dem Bronze Stroke. Ich habe den Nagel jetzt schon vorbereitet. Den Shellac, den habe ich zweimal aufgetragen, deckt eigentlich ganz gut. Das Ganze wird natürlich direkt nach dem Shellac aufgetragen. Ich würde an eurer Stelle auch, wenn ihr einen Full Cover macht, beziehungsweise den Nagel komplett mit Lack einstreicht, beziehungsweise mit Gel einstreicht, noch eine dünne Schicht Versiegelung drauf machen, das Ganze dann nochmal anrauen und dann könnt ihr wunderbar mit Acrylfarben arbeiten. Das Ganze muss dann natürlich auch wieder zweimal versiegelt werden, damit der Kunde auch lange was davon hat. Also nicht vergessen, zweimal versiegeln und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, aber fangen wir jetzt erstmal an, unsere Acrylfarben vorzubereiten. Einmal das Weiß. Ein Tropfen reicht vollkommen. Und dann einmal das Rot. Ja, das Rot ist, glaube ich, noch ein bisschen dickflüssig. Ich nehme jetzt einfach nochmal so einen Tropfen Wasser. Und dann fangen wir auch schon an mit unserer Blume. Wer nicht weiß, wie One Stroke geht, der guckt einfach nochmal in mein One Stroke Video rein. Ich verlinke es hier oben nochmal. Da wird das Ganze nochmal im Detail erklärt. Ich mache das Ganze hier jetzt in dem kleinen Schnelldurchlauf. So, die Farben erstmal miteinander mischen. Immer links, rechts. Das Ganze dann ein paar Mal wiederholen. Die dunkle Farbe sollte immer in der Blüte sein, da das ja quasi den Schatten simulieren soll und die helle Farbe außen. Dann mache ich einfach mit dem One Stroke Pinsel leichte zittrige Bewegungen. Dabei achtet auch wieder auf den Druckpunkt, habe ich in dem One Stroke Video schon mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Hierbei bewegen wir nur das Weiß und das Rot bleibt quasi an derselben Stelle, so dass wir quasi eine Fächerform bekommen. Das Ganze machen wir dann zweimal, links und rechts, am besten so ein bisschen spiegelverkehrt. Muss jetzt nicht exakt gleich sein, weil das ist ja eine Blume und eine Blume ist auch nicht hundertprozentig gleich. Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Farbe aufnehmen, ganz wichtig. Nicht, dass ihr zu wenig auf dem Pinsel habt und dann setze ich unten nochmal zwei kleine Blätter hin in die Ecken.
dann machen wir jetzt den Mittelteil der Blume. Dabei sollte das Ganze möglichst mittig sein von den beiden großen Blättern. Und dann machen wir quasi dieselbe Bewegung, die wir bei den großen Blättern gemacht haben, noch einmal, nur etwas größer, und ziehen dann zum Schluss das Weiß etwas runter. Dann vervollständigen wir die Blume und schließen quasi die Blüte einmal komplett ab. Dann mache ich unten nochmal zwei kleine Blätter über die große Blüte, damit das Ganze noch ein bisschen Tiefe bekommt. So, ich werde jetzt noch mit so einem kleinen One-Stroke-Pinsel ein paar kleine Blätter dran machen. Das ist natürlich ein bisschen fummelig und bedarf ein bisschen Übung. Aber probiert es einfach mal aus. Kriegt ihr wunderbar im Bastelladen. Ich glaube, die kleinen One-Stroke-Pinsel, die kriegt man nicht im Nagelshop. Da müsst ihr wirklich mal im Bastelladen gucken. Sind auch, glaube ich, nicht direkt One-Stroke-Pinsel, sind einfach nur kleine Malpinsel. Hier steht jetzt Zweier drauf. Guckt einfach mal. Ich werde jetzt noch ein paar kleine Blätter dran machen und oben noch mal eine kleine Blüte dran setzen. Guckt einfach zu. Erst die eine Seite des Blattes und dann die andere Seite des Blattes. Bei One Stroke ist immer ganz wichtig, wie fest ihr mit dem Pinsel auf den Nagel drückt und wo ihr mit dem Pinsel auf den Nagel drückt. Das bedarf ein bisschen Übung, aber wie gesagt, das Ganze könnt ihr ein bisschen in meinem One Stroke Video euch angucken. Und dann kommt oben an die Spitze noch so eine kleine Blume dran mit dem kleinen One-Stroke-Pinsel. Wie gesagt, ist ein bisschen fummelig, aber müsst ihr mal ausprobieren, wie ihr damit klarkommt. Hier ist mein Riesenschädel leider ein bisschen im Weg, aber ich hoffe, man sieht es trotzdem. Das sind quasi dieselben Bewegungen wie bei der großen Blume, halt nur kleiner.
So, das wäre geschafft. Jetzt werde ich mit einem Einerpinsel nochmal so ein bisschen weiß dran machen, um noch so ein paar Highlights zu setzen. Ja, machen wir das doch einfach mal. Einfach wieder ein bisschen weiße Farbe aufnehmen, ein bisschen abstreichen und dann gucken, dass wir so dünne Striche wie möglich hinkriegen, die wir dann einfach so ein bisschen um die Blütenblätter herum machen, einfach so ein paar Highlights setzen. Sieht immer noch ein bisschen schöner aus und gibt dem Ganzen immer noch auch ein bisschen Tiefe. Und ihr könnt natürlich auch noch kleine Fehler ein wenig ausbessern mit dem Weiß. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann natürlich auch noch ein bisschen Glitzer auf das Ganze machen. Ich habe jetzt hier so ein weißes, feines Glitzer. Da nehme ich mir jetzt einfach einen ganz dünnen Gelmalpinsel und so ein bisschen Glitzer und verteile das dann mal hier so ein bisschen an den Rändern. So, das war es jetzt auch schon grob mit dem Muster. Das Ganze werde ich jetzt noch mit dem Dry Top von Neonail versiegeln. Link ist in der Beschreibung, falls ihr euch den mal anschauen wollt. Das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Paint Day. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann natürlich gerne wie immer sharen, teilen, liken und kommentieren, abonnieren, alles was ihr wollt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Chris.